Hallihallo und ein neues Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch begrüßen zum Winterrundgang auf Mallorca und zwar durch Pagera. Also ich mache mal wieder einen Pagera-Rundgang. Ist ja lange her und ich habe euch ja gesagt, wenn ich es mache, machen wir es vernünftig. Und zwar habe ich euch jetzt mal mitgenommen an einen Ort in Pagera. Wir sind tatsächlich in Pagera, den viele Leute gar nicht kennen. Guckt euch diese schöne Bucht mal an. Und ja, es gibt da sogar einen Badestrand. Also hinter mir seht ihr da ja sowieso so eine Bootshütte. Und ja, warum kennen den kaum welche? Weil das tatsächlich ein FKK-Strand ist. Ja, wir haben in Pagera einen FKK-Strand. Und den findet man wirklich nur, wenn man sich hier auskennt. Jetzt hat mir ein Waldschrat von Pagera gesagt, du Michael, diese Bucht, die ist so toll. Da musst du unbedingt mal hin. Also ein Pagera-Rundgang gehört das eigentlich dazu. Das sehe ich auch so. Und ich bin hier extra im Winter hergekommen, weil ich dachte, da sind keine Leute am Baden. Aber ich musste mich jetzt schon ein bisschen zurückhalten, weil ja, das nutzen auch bei dem Wetter noch Leute aus, um FKK zu baden. Also im Dezember, wir haben Nikolaus gehabt. In Deutschland unvorstellbar und kalt. Aber ja, für die Leute, die jetzt ihre Ruhe haben, ist das so. Also ich zeige euch noch mal ein schönes Bild. Ja, und ich bin auch noch mal wieder für einen Moment ruhig, damit ihr zu Hause das Mallorca-Feeling bekommt und so ein bisschen Meeresrauschen, so heißt es. Ja, einfach zu herrlich dieser Ort. Also ich habe eine Zeit lang gebraucht, um überhaupt zu finden, wo das ist, weil es gibt tatsächlich keinen Wegweiser. Und wie gesagt, das ist mit der Spraydose, hat dann jemand drauf geschrieben, Nudist, Sona Nudista. Das heißt einfach FKK. Die rennen hier nackig rum im Wald. Also naja gut, wenn es dann so sein soll. Wer also solch einen Urlaub sucht, den kann er natürlich auch hier auf Mallorca machen. Ja, und selbstverständlich auch in Pagera. Also hier ist sogar eine Parkanlage, die ja gerade im Aufbau ist. Ich zeige euch das mal eben und ja, eigentlich auch zum Wandern sehr schön. Hier gibt es richtig schöne Wanderwege. Ja, so, da seht ihr dann nochmal ein Gebäude. Das ist sicherlich ein Rest von einer alten militärischen Anlage. Man erkennt das Olive da noch drunter und da so ein Turm dazu. Ja, hier ist tatsächlich so ein kleiner Vorgarten eingerichtet. Und nochmal das Thema, wie sieht es eigentlich aus auf Mallorca mit Arbeit und nach der ganzen Pandemie. Hier kann man sehen, das sieht auf den ersten Blick schön aus, man hat einen vernünftigen Blick. Hier wird sogar ein Garten angelegt, aber, und das muss man sagen, es gibt hier immer noch viele Leute, die keinen Job haben und die verkriechen sich dann irgendwo ins Nirgendwo in den Wald und wohnen dann hier. Mein schönen Strand in der Nähe, aber das ist natürlich alles immer so ein Leben auf der Flucht. Also die Leute machen sich das ja jetzt gemütlich und irgendwann, wenn das mit dem Tourismus wieder losgeht, dann kommt die Regierung und sagt, das ist hier illegal, was ihr macht, ihr müsst da wieder raus. Im Moment stört das keinen, deswegen haben die dort ihre Ruhe, aber kann dann genauso gut passieren, dass man dann daherkommt und sagt, nee, also ihr müsst hier wieder raus. Wir kennen das auch von anderen Filmen, also wer bei mir mal in den Kanal guckt, von der Boris Becker Finca gab es ja auch Hausbesetzer, die haben tatsächlich richtig Gartenarbeit auf der Finca gemacht, in der Hoffnung, dass sie dort bleiben dürfen, auch wenn die Gesetze hier auf Mallorca eine Hausbesetzung zulassen, heißt das noch lange nicht, dass man dann ja für ewig dort Wohnrecht hat. Nein, da wird geklagt, doch in dem Fall sind die Hausbesetzer dann raus und mussten dann ihr Domizil verlassen. Ja, wie das hier ist, wird man abwarten, aber ich denke mal, auch das gehört zum Tourismus dazu. So, ich bin dann mal wieder ein Stück gewandert hier durch den Wald, also wie gesagt, optimaler Wanderweg, leider ohne ordentliche Beschilderung. Und guckt euch mal an, was hier wächst. Das kennt ihr aus Deutschland auch, aus der Lüneburger Heide vielleicht. Ja, das ist eine Heidepflanze, die jetzt gerade ja zum Teil noch blüht, zum Teil ist sie schon verblüht.
Aber es ist echt schön. Jetzt fehlen hier eigentlich nur noch die Schafe, die das so ein bisschen runterfressen, damit das der Pflanze dann auch richtig gut geht, weil irgendwann verknöchert die zu sehr und wächst nicht mehr vernünftig weiter. Ja, aber landschaftlich herrlich. Und man kann hier sogar Pilze sammeln. Also die wachsen ja im Moment, hat viel geregnet auf Mallorca. Und vielleicht sehen wir ja gleich noch mal einen. Mal gucken. Ja, das ist dann der Weg, der Wanderweg. Also da sollte man schon Wanderstöcke mithaben. Und ja, vielleicht findet ihr das ja auch in der Luftaufnahme, wenn ihr mal in die Cala Fornells guckt, wo das hier ist. Ist ein bisschen versteckt. Wie gesagt, ist leider nicht gut ausgeschildert. Und was sage ich, Pilze gibt es hier auch. Ja gut, der ist jetzt, den hat irgendjemand gepflückt und einfach weggeschmissen. Der ist nicht mehr genießbar, weil er schon zu alt ist. Aber das ist tatsächlich so ein Röhrling. Also den kann man essen und ja, wenn der jetzt frisch wäre, könnte man zwischen den Heidepflanzen Röhrlinge finden. Ich glaube nicht, dass das jetzt direkt ein Heideröhrling ist, aber vielleicht erkennen ja die Pilzexperten unter euch da noch was raus. Der wäre aber tatsächlich, wenn er frisch wäre, noch genießbar. Ja, ist doch schön. Und das hier in Pagera, hättet ihr das gedacht? Und guckt euch das mal an. Hier ein Pilz, da auch wieder einer. Den müssen wir tatsächlich jetzt mal eben auskühlen. Der sieht erstmal aus wie ein Champignon. Ob das einer ist, das werden wir dann gleich sehen. Ja, also ich würde den jetzt nicht mitnehmen, weil der hier so eine dicke Knolle hat. Also so eine dicke Vulva, wie es so schön heißt. Und ja, hat Lamellen. Also viele, Opa hat immer gesagt, alles was mit Lamellen ist, muss man vorsichtig sein. Ich weiß vom Champignon, der hat braune Lamellen. Der hat hier weiße Lamellen. Dann hat er hier so eine Knolle und Pilze mit Knolle, ja, immer irgendwie gefährlich. Aber ich denke mal, Micha, der wird sich das Video angucken und hier auch was unter das Video posten. Aber ich glaube, dieser Pilz ist mega giftig. Also den würde ich jetzt nicht mitnehmen, den da vorne auch schon nicht mehr, weil er einfach zu alt ist. Aber ja, so kann man richtig einen schönen Spaziergang machen hier, auch im Winter. Wer mehr zum Thema Pilze sammeln wissen will, guckt mal hier oben in die Ecke, da oder da. Da leuchtet jetzt gleich was auf und da gibt es einen schönen Beitrag. Ich war mit Michael unterwegs, der hat hier eine Pilzfarm auf Mallorca und mit dem war ich auf Pilzwanderung und wenn euch das Thema Pilze interessiert, guckt da rein. Ansonsten gehen wir mal runter ins Dorf Pagera. Viele kennen es ja nur von wegen Diskotheken, Action. Hier haben wir im Moment noch ein bisschen Ruhe. Und ja, sehr versteckt. Also Mallorca ist ja nicht nur Party und Boulevard Pagera. Es gibt hier so viel Schönes zu sehen, auch in Pagera. Man muss die Orte nur entdecken. Ja, was schade ist, es ist ja, hier gibt es einen richtigen Wegweiser, der einem eigentlich erklären kann, wo diese Bucht ist. Guckt euch mal an, da haben wir Pagera. Ja, und wir sind eigentlich von Pagera auf den Weg nach Richtung Andratx, so heißt es auch, Cala de Moños, Cap Andratxol. Ja, aber wie gesagt, das ist hier nach Andratx ein schönes Stück hoch und ja, können das Ganze hier über die Cala Fornells erreichen. Ja, hinter mir, das ist die deutsche Buchhandlung Pagera. Jetzt wäre es nach dem Waldgang genau das Richtige, sich hier ein Buch rauszusuchen, wo finde ich Pilze, wobei es eigentlich zwei gute Pilzbücher gibt hier auf Mallorca, aber die sind in Mallorquin oder in Katalan, Castellano. Also wie gesagt, die kriegt man wahrscheinlich auch nicht in der deutschen Buchhandlung. Und alle Pilzexperten sagen auch, bitte seid vorsichtig mit universellen Büchern, weil da gibt es so viel Verwechslung. Könnte man hier kaufen, auch die guten Reiseführer. Ein Tipp habe ich für euch, wenn ihr auf dem Weg nach Reiseführern seid, denn da hat sich jetzt was geändert. Ja, die deutsche Buchhandlung Pagera. Normalerweise ist sie in diesen Räumen und ja, die Betreiberin, die das zuletzt gemacht hat, hat aufgegeben und es gibt hier keine Bücher mehr. Eigentlich nur noch ein paar, ja, leere Dübellöcher und einen Kühlschrank. Und das ist alles, was von der Bücherei übergeblieben ist. Das heißt, wenn ihr auf dem Weg nach Mallorca seid, solltet ihr euren Reiseführer vorher schon im Gepäck haben oder
Ihr müsst nach Palma, denn da gibt es dann auch eine deutsche Bücherei. Aber das, was früher viele gemacht haben, auf dem Markt sich was Schönes kaufen. Also hier ist ja normalerweise der Markt aufgebaut. Also wenn man jetzt in Pagera unterwegs ist und Markttag ist, sind hier alles Marktstände. Und das war eigentlich immer optimal für die ganzen Touristen, dass man sagt, okay, dann gehe ich eben halt auch hierher und hole mir meinen deutschen Roman oder meine deutschen Bücher. Das geht jetzt nicht mehr. Der Laden hat aufgegeben, auch eine Auswirkung der Pandemie. Also man sagt, also es passt nicht mehr. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ich zeige euch das mal nebenan. Hier nebenan war mal eine Bankfiliale drin, es ist ein schönes Gebäude und auch dicht am Markt. Aber das ist schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, seitdem die Bank geschlossen hat, steht der Laden leer. Man kann ihn mieten. Ja, sollte dann aber auch eine Miete von 2000 irgendwas Euro bereithalten, um den Laden mieten zu können. Denn so viel möchte der Eigentümer an Miete haben. Und solange kein Mieter kommt, bleibt das halt eben leer. Dafür gibt es also seit ein paar Jahren jetzt hier einen Kebabladen, also wo man Döner bekommt und alles Mögliche eben halt. Unser Café Poppins ist hier nach wie vor noch und dazwischen ein ganz schöner Laden, und zwar ist das ein Argentinier, der hat hier eine Schlachterei und da bekommt man wirklich dann auch gutes Fleisch zum Grillen. Also wer das sucht, der kann dann vom Markt hier mal eben sich hin verirren und der macht einem das portionsgerecht fertig. Und manchmal stellt er sogar den Grill auf. Am Wochenende gibt es dann gegrilltes Kaninchen. Also wer sowas mag, muss dann hierher kommen. Ja, dann nebenan das L-Café, also das Poppins und das L-Café. Die haben morgens eigentlich auch relativ früh auf, weil die Mallorquiner, die Spanier dann dort ihren Kaffee con Leche trinken. Ansonsten ist auf dieser Straße hier dann Markt aufgebaut, wenn Markt hat. Ja, auf Mallorca tut sich tatsächlich was. Ich habe euch ja von Arenal berichtet, dass dort einige Kellerdiskos aufmachen und was eben halt in Arenal funktioniert. Wir wissen jetzt, dass zum Beispiel unter dem BCM kommt ja wieder das Titos hin und unter dem Deutschen Eck kommt auch eine Diskothek hin. Da kommt die Stürmer Arena hinein, also wo es dann Schlagermusik gibt. Und in Pagera, wie sieht es da aus? Machen da wieder Diskotheken auf? Ja, sie machen, denn hier ist das Phoenix, zu Deutsch der Phoenix, wieder auferstanden. Aus dem Ballermann 6 ist der Phoenix Club geworden. Viele von euch kennen das noch. Mit dem Vorbesitzer war mal eine richtig gut laufende Diskothek. Hier sind also viele Leute ein- und ausgegangen und hier gab es mehrere auf der Strecke. Und das ist eine davon. Also vorne am Boulevard gab es ja das Palladium und das hier, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst es sicher, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welche Namen diese Diskothek schon alle hatte. Einer war Ballermann 6, aber davor war, na genau, jetzt habt ihr es, wenn ihr es nicht schon geschrieben habt, das Pygmalion, das war hier mal drin. Und hat hier abends tatsächlich geöffnet, ist allerdings ein Laden, wo eher Spanier ein- und ausgehen, das hat jetzt gerade im Dezember aufgemacht und oder Anfang Dezember und man wird jetzt sehen, ob sich das hält und ob es, wenn ihr Urlaub macht, ob eure spanische Diskothek künftig diese ist. Ja, ansonsten ist der Boulevard, der so voll ist, natürlich jetzt im Winter nicht so belebt. Also hier weht es im Moment. Im Moment haben wir hier viele Windböen. Es hat seit Wochen stark geregnet und ja, die meisten Läden haben zu. Nur ab und zu hat eine Apotheke geöffnet oder ja, irgendein anderer kleiner Laden vielleicht auch noch. So, wir drehen uns mal eben mit der Kamera und zwar, das muss ich euch noch mal eben zeigen, dazu gibt es nämlich auch eine Geschichte. Wir stehen wieder vor einer Kellerdisco und diese Kellerdisco, die war früher mal gut in Betrieb. Es gab einen Investor, der hat dort ganz viel Geld investiert, hat alles richtig schick mit Mosaiken machen lassen. Später hieß es mal die Kuba Bar, vielleicht erinnern sich einige von euch, gab Live-Musik dort. Und zum Schluss sollte es die Hüttengaudi heißen. Ja, oder das Hüttengaudi. Nun hatten die damals aufgemacht, so ziemlich parallel damals mit dem Ballermann 6, der ja auch nicht lange auf hatte, hat keine Saison komplett überlebt. Oktoberfest war dann
angeblich die letzte Veranstaltung, aber das hat man da ja schon nicht mal mehr geschafft. Da war der Laden zu. Ein Grund sind natürlich die hohen Mieten und nicht zu viele Touristen, die sich denn dahin verirren. Um so einen Laden in Gang zu kriegen, braucht man Durchhaltevermögen und gute Reklame. Also es reicht nicht, dass man sagt, ich mache eine Disco auf und die Leute kommen von alleine. Nein, man muss da ein bisschen was für tun. Hier war es allerdings anders. Dieser Laden hatte schon immer Feuchtigkeitsprobleme. Und als der aufgemacht hat, ist man dann in der Gemeinde Calvia einfach mal in die Unterlagen gegangen. Ist es eigentlich eine Diskothek? Nein, es ist keine Diskothek und die Gemeinde Calvia hat gesagt, das Ding muss geschlossen werden. Das ist eigentlich nur ein Abstellraum zu dem Hotel, was sich hier drüber befindet. Also hier ist nebenan ist ein Hotel und das ist der Abstellraum dazu. Dafür ist das mal deklariert worden. Und hat gar keine Berechtigung für eine Disco. Und deswegen ist der Laden geschlossen worden. Also hat nicht sehr lange aufgehabt. Also wenn man den jetzt aufmachen möchte, muss man wirklich Geduld haben. Gute Ideen für Feuchtigkeit und muffigen Geruch. Und bis dahin bleibt dieser Schaukasten zwar mit Thermopen verglast, aber da wird so schnell kein neues Plakat reinkommen. Also da sind wir uns sicher. Und hier haben wir jetzt den Blick auf den Boulevard. Also wir haben hier mehrere Diskotheken. Es gibt hier das Blanco e Negro auch noch. Oder, na, kommt ihr drauf? Wir haben noch eine Diskothek. Ja, das ist unterm S-Facet. Also, oder neben dem S-Facet ist auch noch eine Disco. Und das Tempus, genau. Und das gibt es hier. Und vorne, da gab es mal das Palladium. Und was da ist, das zeige ich euch jetzt. Halt, stopp, ich habe noch was vergessen. Hier ist es, das Rendezvous. Das Rendezvous hat diesen Sommer über, hat es überhaupt aufgehabt? Ich weiß es gar nicht. Und wenn, ist es an mir vorbeigegangen. Und das Rendezvous wird natürlich wieder aufmachen, wenn die Tourismuszahlen steigen. Also auch diese Kellerdisco gibt es noch. Und ja, Ina fährt jetzt einfach mal den Boulevard ein Stück hoch. Und mit Ziel zum Palladium. Da zeige ich euch, wie es da aussieht. Aber so habt ihr noch mal im kleinen Überblick, wie es hier eigentlich auf dem Boulevard aussieht. Denn im Sommer, wenn ihr kommt, ist meist ja alles voll. Die Straßen sind gefüllt und die Läden haben alle auf. Und naja, das ist jetzt im Moment im Winter nicht der Fall. Dieses Jahr ist es das erste Mal übrigens so, dass wir einen abrupten Einbruch hatten. Mit dem 1. November ist, als wenn hier jemand einen Lichtschalter umgelegt hat, alles vorbei gewesen. Die Läden haben zugemacht, die Hotels haben alle geschlossen und hier sind jetzt nur noch ein paar vereinzelte Hotels, die für den Winter aufhaben und viele Läden haben gesagt, naja gut, wenn die meisten Hotels dann geschlossen haben, machen wir unseren Laden auch zu und so sieht es dann hier aus. Gleich für euch zur Orientierung auf der rechten Seite das Maria Eugenia, also auch ein, ja, da treffen sich eben halt viele, die mit Spaniern Kontakt halten wollen, weil die trinken da ja auch ihren Kaffee. Dann haben wir dort eine Pizzeria, die noch nicht ganz so lange da ist, das ist La Fontana. Also Pizzerien haben wir hier jede Menge, ob das alles immer so gut ist, ist denn die nächste Frage. Boulevard, den habe ich ja schon in vielen, vielen Rundgängen gezeigt. Aber hier seht ihr es jetzt nochmal. Das, was jetzt hier auf hat, das ist ja der Grillmüller, der hat jetzt aufgemacht, der hat über die Weihnachtszeit auf und Weihnachtsgänse. Und jetzt werden wir mal eben ein bisschen langsamer mit dem Auto. Ja, noch langsamer. Und da seht ihr das. Auf der linken Seite, Ina hält da mal an, da ist das ehemalige Palladium. Und das Palladium ist geschlossen, aber schon lange. Das war wirklich echt wirklich der eine Szene-Disco mit zwei Eingängen. Einen auf dieser Seite, einen in der Nebenstraße. Also genauso aufgebaut eigentlich wie die Diskothek unterm Deutschen Eck. Und darüber ja, gab es Läden. So hier ist es das Thüringer Land und ein Tabakladen. Und hier drunter war eine mega tolle Disco. Hier ist wirklich viel passiert. Hier war richtig was los. Es gab in Zeiten hier in Pagera, da strömten die Touristen nur so. Irgendwann ließ das nach. Und jetzt ist es eine Spielothek, die ja heute zum Feiertag geschlossen hat. Ansonsten haben die ziemlich lange auf. Also heute, weil Feiertag ist, ist dort das Rolltor runtergelassen. Ansonsten kriegt man hier einen
günstigen Kaffee, vorausgesetzt ist, man ist spielwillig, man hat einen Ausweis mit und ist nicht irgendwo registriert als Spielsüchtiger. Dann darf man da gerne die Automaten nutzen. So, ich zeige euch dann ein bisschen, nachher noch mal ein bisschen mehr. Ich mache mal einen kleinen Schnitt und ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Ja, hier sind wir jetzt nochmal vor der Waikiki Bar. Also die kennen viele von euch auch. Hier stand ja mal so ein Esel und ein Auto da drin. Und im Moment, ja, hat es hier stark geregnet und irgendwie muss Wasser durch die Terrasse nach unten gekommen sein. Jetzt waren schon die Bauarbeiter da, haben ja mal das Parkett hochgenommen. Dann haben die Fliesen hochgenommen. Darunter haben sie dann eine alte Teerisolierung gefunden und dann hat man darunter jetzt eine neue Isolierung gebaut und einen neuen Abfluss. Ist natürlich blöde, wenn da so eine Terrasse drauf ist und bei so einem Regen verstopft alles. Seht ihr das? Das sind jetzt schon die nächsten Blätter drin. Naja, geht immer alles soweit gut bis zum nächsten Regen, aber bis zum Sommer sollte das hier alles wieder abgedeckt sein. Ja, hier sind wir jetzt auf der Rückseite von der Spielothek, also was das früher das ehemalige Palladium war. Da seht ihr, da ist jetzt auch inzwischen schon wieder auf. Und ja, also war früher das Palladium. Und auf der anderen Seite, da seht ihr die Tapergera. Da ist auch ein deutsches Lokal drin, wo man Kaffee trinken kann. Die haben jetzt im Winter auch auf. Daneben wieder ein Supermarkt. Da ist das Cube. Die haben leider nicht aufgehabt, aber naja, wie es dann so ist, manche hat man in guter Erinnerung. Ich glaube, in Cube sind auch schon viele, viele Feiern gemacht worden und daneben auch ein Friseursalon. Da war bis gestern noch ein Schild dran, wo drauf stand Cetras Passa, das ist inzwischen ab. Und da sind wir ja mal gespannt, ob hier nicht vielleicht sogar ein neuer Friseursalon hinkommt. Ne? Schilder hängen auf jeden Fall noch. Friseur und Hairdresser. Und dahinter steht es auch Cube. Ja, da haben wir schon manche Cocktails getrunken, oder? Ja, hier war früher das Haropa drin. Das Haropa, ja, wir haben es ja gehört, auf dem Weihnachtsmarkt in Palma beim Pueblo Español, dass der Betreiber wieder zurückgegangen ist nach Hamburg. Und ja, das Ganze wurde verkauft. Hier war auch im Sommer ein Teil drin, der ist im Moment zu. Ob das jetzt nur eingemottet ist, ob der nächstes Jahr wieder aufmacht, das weiß man noch nicht. Also hier stehen zwar noch Öffnungszeiten dran, aber nicht wann. Also ob dieses Jahr nochmal wieder aufgemacht wird. Nächstes Jahr ist es auf jeden Fall alles eingemottet. Und ja, wir werden sehen, was sich hier im Sommer tut. Schaut mal, das ist der Winter. Wir gucken da aufs Meer und wir haben viele Surfer hier, die dann da sind, wo ihr sonst immer seid. Und der Surfer kommt gerade aus dem Meer und hat gerade gebadet und macht sich sein Essen. You are here in Pagera at the moment to surf and cook. Of course. Yeah. Some the people. Just, the people. Some people say surf and turf, and this is surf and cook. You surf and cook. How cold is the water in the moment? I think it's like 12 degrees. Yeah. More or less. Yeah. But with the suit, it's okay. With the suit,
it's possible. Yes, of course, until February it's everything. Yeah. The real surfing, no cold. Yeah, and it's always wet. And the eating today is rice with... It's a rice with vegetables, I think with wine, that yes. is the most important. Yeah. You know, the wine here in Mallorca is the best, I think. Yeah, yeah. In my village too, in Binissalem. Yeah. You come from Binissalem? Yes, of course. This is, yeah, they have the best wine. They people say the young wild wines. Oh yeah. Yeah. I don't know about Binissalem. Yeah. It's possible. Imagine. I know. You know. You have more information than me living in my town. Okay. Thanks a lot for your information. Thank you. Have a good day. Thank you. Ja, also ihr habt gehört, also was geht dann besser, als mal nach Pagera zu kommen, zu surfen? Man bringt sich seinen Wein aus Binissalem mit, wenn man dann schon in Binissalem wohnt. Also, und ja, in Pagera ist im Moment bestes Surfwetter, denn es weht ja so ein bisschen und die Wellen braucht man zum Surfen. Jetzt sind wir gerade mal eben am Playa Cinco vorbeigegangen, ist natürlich auch zu. Und wir schauen noch mal ganz kurz aufs Meer, bevor wir dann unsere Tour weitermachen, oder? Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ja, wir sind bei der S-Bar. Hier ist auch alles eingemottet. Seht ihr die Lampen? Nur die Fischernetze, die sind natürlich nicht eingemottet, weil sie Regen gewohnt sind. Ne? Ja, hier stehen sonst die Tische, Stühle, der Strandkorb und man hat den Blick aufs Meer. Ja, mehr geht einfach nicht. Im nächsten Jahr geht es hier übrigens dann mit einem neuen Betreiber weiter und ja, der Name bleibt, ob die Preise stabil bleiben, so wie dieses Jahr noch. Glas Sangria für 3,90 oder den Liter für 12,90, das muss man dann abwarten. Hier sind wir nochmal vorm Ponent, die haben natürlich jetzt im Winter auch zu, gegenüber das Kartoffelhaus, ja, und das hat natürlich auch Winterpause, das hat jetzt Anfang November auch geschlossen und ja, so Gott will, geht es im Frühjahr da wieder weiter. Im Moment, wie gesagt, alles leer, keine Spendenkartons drin, so wie im letzten Jahr und sogar der Winter hat es geschafft, in Laub unter die Vorhänge zu wehen. Ja, es ist Winter auf Mallorca. Ja, ich habe euch ja versprochen, wir machen einen kleinen Sprung auf unserer Tour. Wir sind jetzt vom Boulevard jetzt ein bisschen in die hinteren Straßen unterwegs. Wie sieht es da aus? Wir sind jetzt vor dem ehemaligen Baci Imamas und davor war es Mutti's Casa, also René Ziel. Ja, kurze Zeit eine Bar auf hatte und dann hat die Moni das übernommen und die hat dann zuletzt versucht, einen Country Corner zu machen. Also das ist aber nie dazu gekommen, aber auch so ein Ding der Pandemie, das Geld ist dann irgendwann nicht mehr da und ja, jetzt geht Ramona, so wie sie heißt, erstmal nach Österreich, um dort ihre Saison zu verleben und den Laden gibt sich hier erstmal auf, weil es hat so stark geregnet. Das von dem Hotel, was da drüber ist, ist der Sunna Park. Da hat so stark geregnet, dass dann im Vorraum die Decke runtergekommen ist. Und ja klar, das Geld ist nicht da, das zu reparieren. Die Kneipe kann man auch nicht aufmachen. Und ja, irgendwie hat diese Ecke keine glückliche Lage. Ja, wenn wir jetzt noch Backstage gucken, da kann man es noch sehen bei René, also das Mutti's Casa.
wie gesagt, das erkennt man noch. Ansonsten ist der Laden dann wohl erstmal leer. Ob der jetzt aufmacht, ob Ramona vielleicht irgendwann es nochmal probiert, das weiß man nicht. Erstmal ist hier auf jeden Fall Feierabend und ja, es ist hier schon immer die Ecke gewesen, wo nicht so viel los war. Es gibt da ein spanisches Café, das wird von Anwohnern hier gerne genutzt, aber so touristisch war das nie so das Highlight gewesen. Eine Nebenstraße hier, das ist die Calle Dofi, da gibt es dann auch noch eine kleine Tapas-Bar, was eine Frau aus Norddeutschland dort betreibt und das läuft so lala, aber könnte, wie gesagt, alles mehr sein, wenn mehr Touristen da sind. Seht, die Einzigen, die jetzt renovieren, das ist, sind tatsächlich die Mallorquiner, die sagen, komm, da kommt jetzt mal eine schöne neue Reklame dran, Snackbar Mallorca und ja, fahren wir ein Stück weiter, denn da macht das Moorlands ein neues Hotel. So, für euch dann zur Orientierung, wir fahren an der Krise vorbei, die kommt dann jetzt hier auf der rechten Seite. Die haben natürlich jetzt den Winterbetrieb. Markus hat ja noch gesagt in seinem Video, dass wirklich die Saison gut verlaufen ist für das, was für ihn war. Klar, jetzt macht er erstmal zu. Am 1. April, so ist es schon angeschlagen, soll dann wieder eröffnet werden. So, und jetzt gucken wir auf die andere Seite. Ich bleib da mal kurz stehen, steig mal aus. Kann euch das auch noch mal eben zeigen. Da seht ihr dann praktisch das neu entstehende Hotel. Und ja, ich habe es schon im anderen Video gezeigt, das war vorher das Cello Garden. Schaut mal an, es tut sich was. Es wird ja mal gesagt, es gibt immer nur T-Shirts und nein, jetzt im Dezember macht hier gerade eine Boutique auf und zwar gibt es hier Kinderkleidung, auch jetzt für den Winter, also wer mit den Kindern im Winter unterwegs ist, was Warmes braucht, eine Boutique. Und Einzige, was noch fehlt, ist der Name, was ich mir merken konnte, ist Now Estil. Schaut euch das mal an. Also wie gesagt, es gibt auch einen Winter auf Mallorca, so eine ähnliche Form, aber finden wir eigentlich nur in Cala Mayor. Und wirklich kindgerecht hier mit zusammen mit einem Shirt. Also wirklich jetzt nicht einfach alles so Billigkram, sondern wirklich was, was man braucht. Und selbst guckt mal an, die schönen Gummistiefel passen zum Wetter im Moment. Also das kriegt man hier alles und ja, also es gibt auch Neuanfänge auf der Insel. Es macht nicht nur alles zu. Ja, neben dem Kinderladen seht ihr dann auch noch das Coco. Die sind im Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Pagera unterwegs und verkaufen da auch. Ja, und es tut sich was, aber wenn wir ein Stück weiter gehen, auch nur ein bisschen laufen. Ich habe euch ja beim Guten Morgen Mallorca schon gesagt, dass wir hier in Pagera ein neues Café bekommen. Und das Café hat den Gürtelladen übernommen. Aus dem ehemaligen Gürtelladen. Ihr wisst ja immer, wir schließen jetzt 50% auf alles und so weiter. Ihr erinnert euch, jeden Sommer war das da. Die sind dann ja umgezogen am anderen Ende des Boulevards. Und was ich sage, es macht nicht nur alles zu, sondern es macht auch was auf. Und hier, das seht ihr, das sind vom Baumarkt schon die Taschen. Es wird hier mit Rigips gearbeitet und es entsteht was Neues. Im Moment ist noch alles verhangen, aber wir wissen schon, was dort reinkommt. Es wird ein Café und zwar für die Leute, die auf den Bus warten. Also wir haben ja unsere Bushaltestelle nebenan und da kann man dann, wenn man auf den Bus wartet, zum Beispiel bei so einem Wetter noch mal eben schnell ja, hier Delfine besuchen will oder ins Aquarium nach Palma. Also während man da wartet, kann man dann ganz bequem einen Kaffee trinken noch eben schnell. Einen Kaffee to go. So. Immer noch mal auf dem Innenhof. Das kennt ihr ja natürlich von vielen Videos. Das ist der Plaza Hexagono, so heißt der. Ja, da habe ich auch meinen Laden. Also wenn ihr mich mal besuchen wollt. Dann haben wir da den Supermarkt, der geschlossen hat. Da ist der Italiener mit seinem Eiskaffee. Da sind Holger
und Juliette, die natürlich zu haben, und das Krümelstade. Und im Krümelstade wird also diesen Winter auch noch wieder umgebaut. Das heißt, wenn nächstes Jahr das Opening ist, wird hier wieder einiges verändert sein. Ja, jetzt waren wir in einem Gebiet, also das wird jetzt erschlossen gerade. Da ist auch eine große Baustelle, auf die wir gleich zukommen. Im Moment ist es noch relativ, ja, hier ist rechts nichts gebaut. Das kann irgendwann mal passieren. Wir wollen hoffen, dass nicht, weil es eigentlich landschaftlich so schön ist. Und jetzt sehen wir da vorne gleich schon die ersten Baukräne. Also hier entstehen ja neue Wohnungen. Also das wird zum großen Teil eher Wohnbereiche. Also da werden entstehen Apartmentwohnungen. Und ja, hier direkt also neben der Tankstelle, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Das seht ihr da. Also, jetzt wollen wir jetzt hier gucken, ist jetzt alles erschlossen. Hier wird also richtig viel gebaut im Moment. Wenn wir ein Stück weiter fahren, kommen wir jetzt gleich auf den Kreisel. Da wird ja in Zukunft der neue Mercadona entstehen, also hier in der Nähe. Ich weiß jetzt noch nicht genau wo. Bauschild habe ich noch nicht gesehen. Also man geht aber davon aus, dass es jetzt hier geradezu ist, wo noch grüner Acker ist. Also hier soll der neue Mercadona hin. Und ja, der ist ja jetzt am Ende vom Boulevard. Und wenn der Mercadona-Markt hier aufmacht, dann wird der Müller-Markt umziehen. Und zwar der Müllermarkt aus Andratsch, der wird dann geschlossen und der wird nach Pagera verlegt und soll dann in das Mercadona-Gebäude. So sind die momentanen Baupläne für Pagera. Aber wie gesagt, das kann sich jetzt alles noch hinziehen. Jetzt sind wir eigentlich auf der Rückseite vom Boulevard. Ihr habt ja mal gesagt, ich soll mal auch mal die Nebenstraßen zeigen. Also rechts von uns war im Bereich vom Hotel Valentin. Das ist Valentin Pagera. Also für diejenigen, die ihre Reiseleiter suchen, die finden sie alle immer im Hotel Valentin. Ja. Hier seht ihr also, wie viele Hotels wir eigentlich auch haben. Das sind unendlich viele, kann man auch nicht alle kennen. Hier unten ist das Ärztezentrum, also wenn ihr da mal einen Doktor braucht, die sind dort. Also das sind die öffentlichen Ärzte. Es gibt hier natürlich auch deutschsprachige Ärzte, da kommen wir gleich, glaube ich, sogar dran vorbei. Ich komme nicht. Das liegt hier unterhalb. Also wenn wir hier die Treppe runtergehen, da kommen wir zu Erna, und gegenüber von Erna, da gibt es dann ein deutsches Ärztezentrum. Da könnt ihr auch mit eurer AOK-Karte bezahlen. Jetzt kommen wir hier am ehemaligen Chenu vorbei. Ist im Moment lost. Soll wieder aufmachen. Nebenan ist das Jack's. Hat eigentlich auf, aber im Moment noch geschlossen. Eine spanische Bäckerei, die da schon ewig ist. Seht ihr, und schon ist das Essen da. Ina klaut sich gerade bei mir ein paar lecker Spätzle. Guck mal, ich habe Schweinebäckchen mit Rotkohl. Ina hat ein Rösti mit Käse überbacken. Und ja, spezialisiert ist das Ganze natürlich auf Tapas. Also, und im Winter mal schön, dass man was anderes zu essen bekommt, als immer nur das, was man sonst hat. Und ja, richtig schön fertig gemacht. Spätzle, Rotkohl. Ja, und das geht hier auch im Winter. Ja, Ina, sie greift kräftig am Bedienen hier. Und schmeckt's? Mal probieren. Schmeckt's? Mhm. Mhm. So, jetzt klaue ich dir noch mal eben was von deinem Teller. Nee, von meinem Teller wird nicht geklaut. Ja, doch. Schön Rösti mit Käse überbacken. Oh, das ist ein... Guckt euch das mal an, wie schön das dampft. Lecker. Also ich würde sagen, mega, mega lecker. Ja, super. Ja, wir machen so Tour dann gleich weiter und schauen wir mal. So, also wir haben super lecker gegessen, ihr habt es gesehen, und im Sommer könnt ihr ja auf jeden Fall wieder jede Menge Tapas bekommen in der Eukalyptus Bar. Und ja, das Ganze hat jetzt noch bis zum 18. Dezember auf, und dann geht Marc auch in den Winterurlaub. Und am 19. Januar geht es hier wieder weiter. Da gibt es leckere Sachen. Ich habe nebenan am Tisch schon gesehen, da gab es Käsefondue.
ich hatte frisch gemachte Spätzle gehabt und wie gesagt, auch mal was außer der Reis. Das ist ja das Schöne. Mallorca hat eben halt auch im Winter seinen Reiz und sogar in der Eukalyptusbar, für die Bar braucht man im Sommer gar keine Werbung machen. Das Ding läuft von ganz alleine. Das ist ja nun mal so. Und deswegen, kleiner Tipp von mir, im Sommer auf jeden Fall Tisch reservieren. Heute geht das, also wir haben einen Platz bekommen und was Leckeres zu essen gab es auch. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich habe euch ja gesagt, wir haben in Pagera viele Kellerdiscos gehabt und haben sie noch. Eins davon ist das Tempus und das zeige ich euch jetzt. Ja, Tempus, Tempus, so hört man das dann von vielen Jugendlichen hier. Und auf Deutsch steht da sogar noch Tanz da oben drüber. Klar sind Deutsche hier sehr gerne willkommen. Im Moment ist hier Winterpause im Tempus. Man sieht es auch, hat ordentlich geweht und ja, wie gesagt, eine von den Kellerdiscos. Vielleicht wart ihr früher auch schon mal da, könnt ihr wieder was in die Kommentare schreiben. Wir haben ja so einige Kellerdiscos hier und das war früher echt Tradition. Man ist die Treppen runter, ist überall das Gleiche und dann ging es in die Disco. Und hier steht es ja auch nochmal dran, herzlich willkommen, das Tempus. Ja, hier seht ihr nochmal die Schilder, die jetzt hier schon ein paar Jahre hängen. Die hingen ja so praktisch vor Corona auch schon, da steht Botellon, natürlich so, dass man es als Deutscher nicht versteht. Das heißt, es ist nicht erlaubt, offen auf der Straße Alkohol zu trinken. Da gibt es dann Strafgelder von 500 Euro drauf, wenn man dann erwischt wird. Und ja, sollte man nicht machen. Was im Moment dazu gehört im Winter ist, dass in Restaurants nicht geraucht werden darf. Also man muss dann immer mit seiner Zigarette nach draußen. So ist es dann. Ja, und wenn wir uns hier mal umgucken, das kann man kaum noch erkennen, da muss man schon genau hinschauen. Hier, da ist jetzt so ein Durchgang von einem Hotel. Da war früher mal das Schnitzelhaus drin, ist schon ewig nicht mehr da. Wie gesagt, ist verschwunden, ist jetzt eigentlich so ein Durchgang geworden zu Hotels. Also wie gesagt, hier ist jetzt alles zu. So sieht das hier aus. Also erkennt man kaum wieder. Also für die Leute, die das aus dem Fernsehen kennen, wenn ihr das sucht, dann müsst ihr schon genau hinschauen. Hier irgendwo war das. Ja, wenn wir uns dann nochmal umdrehen, können wir da nochmal schauen. Ist auch zu und ja, auch schon lange nichts mehr von gehört. Das ist bei Hermine. Hermine war ja doch immer irgendwie Treff gewesen hier in Pagera. Also entweder ist man zu Erna gegangen, die ja auch aufhat, die hat auch Weihnachtsangebote und es gibt so ja Nikolaus-Aktionen und sowas, also nach wie vor. Aber um Hermine ist es ruhig geworden, da ist nichts mehr los. Man sieht es auch, es ist alles gut verstaubt und hängt keine Karte mehr drin. Und ja, hier ist alles eingemottet. Also das hier ist so ein bisschen lost. Das Einzige, was so an einem Hochbetrieb noch erinnert, ist hier der Pinsel, nicht? Kennt ihr das? In jeder guten Gaststätte hat man so einen Pinsel zum Aschenbecher sauber machen. Ja, also Hermine, ja, wie gesagt, so ein bisschen lost. Also die haben auch aufgehabt. Also wir erkennen auf jeden Fall noch die Corona-Regeln. Im Moment ist hier nichts mehr los. Und die Leuchtreklame hat halt auch ein bisschen gelitten. Ja, hier hoch dann auch jede Menge Hotels. Hier ist das Apart-Hotel Pagera Beach. Die haben natürlich jetzt geschlossen, nicht auf. Und ja, guckt mal an, da kommt die Ina. Und wir fahren dann mal weiter. Wollen wir gucken, ob wir die letzte Kellerdisco hier noch finden auf Mallorca. Ne? Also ich fahre jetzt mal per Anhalter. Ja, ich wollte wohl einmal zum Blanco y Negro. Ja, dann steigen Sie ein. Kann ich Sie rumfahren? Okay. So, jetzt sind wir wieder im Auto unterwegs. Also hier ist das BQ Hotel. Auf der rechten Seite ist das, na, Oliveira, so heißt es. Dann mal wieder auf eine Kreuzung. Ich habe euch ja erst gesagt, Hotel Valentin. Da geht das jetzt hier auch schon wieder los mit dem Hotel Valentin. Valentin Park und Valentin und wie auch immer. Aber hier vorne ist das Valentin Park Club Hotel. Das heißt, hier ist jetzt natürlich alles eingemottet.
Die haben nicht auf. Im Sommer ist es das eines der Hotels, die mit die größte Auslastung hier haben. Da hast du auch auf der anderen Straßenseite Hotel Valentin Club. Ja. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir sind eben am Hotel oder Hotel bei dem Restaurant Paraiso dran vorbeigekommen. Und da ist es so gewesen, die hatten lange Zeit gar keine Lizenz. Jetzt tut sich da wieder was. Also ich war da noch nicht essen, ehrlich gesagt. Muss man dann schauen. Hier war eben das Pferd, was ihr gesehen habt. Das war das Bella Colina. Das ist auch ein Hotel, was auch im Winter auf hat. Und hier kommen wir jetzt wieder Richtung Boulevard. Hier gibt es auf der linken Seite eine Wäscherei. Und jetzt hier, das ist der Weg hier, wenn man jetzt hier mal lang geht. Da ist das Blanco Inigo. So, hier habt ihr dann nochmal den Blick auf das Pagera Beach Hotel. Und vom Pagera Beach Hotel, das ist eigentlich ein kurzer Weg auf den Boulevard, der ist gerade rüber. Da waren wir ja jetzt schon ein paar Mal. Und jetzt kommen wir zum Blanco Inigo. So heißt die Diskothek. Auch eine Kellerdisco. Wird nach wie vor betrieben. Öffnungszeiten sind mir jetzt nicht ganz klar, aber auch die haben, wenn sie aufhaben, haben sie dann auf und hier geht es dann rein. Also ja, auch ein Schaukasten, also im Moment aber keine Aktion. Hier nebenan, kennt viele von euch, da ist das Casa Enrique, also da bekommt man Tapas bei Enrique. Das Besondere bei Enrique ist, die heißen dort alle auch Enrique. Also es gibt den Papa Enrique, der ist und der Papa von dem Papa, der hieß auch schon Enrique. Und den kleinen Enrique, den gibt es jetzt auch. Und die sind jetzt gerade im Urlaub, machen aber zu Weihnachten wieder auf. Und eine Tapas-Bar, wo man wirklich so das an Tapas bekommt, was man sich von Mallorca so vorstellt. Hinter uns geht es wieder zum Meer. Ich hoffe, die kleine Tour hat euch gefallen. Wir machen nächstes Mal wieder andere Ecken. Wir haben heute mal ein paar Ecken rausgesucht, die wir so noch nicht gezeigt haben. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr. Und wenn ihr so kleine Tipps habt, die natürlich Gold wert sind, wie von unserem Waldschrat, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid. Also ich kannte die Bucht vorher auch noch nicht. Und ich wohne ja schon eine ganze Zeit hier. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das auch tun, denn das ist kostenlos. Das tut nicht weh und kostet nichts und man verkauft auch keine Waschmaschine und braucht keine Angst zu haben, dass man nach einem Jahr noch irgendwie noch mehr bezahlen muss. Einzige, was es macht, ihr werdet regelmäßig informiert, wenn es neue Videos gibt, zum Beispiel zum Blanco Inigo, Pagera oder was so sonst auf Mallorca passiert. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssikowski. Ciao.